Die Autokonzerne investieren ja massiv in Elektroautos mittlerweile. Und dabei geht es vor allem um den chinesischen Markt, wo am meisten Elektroautos verkauft werden. Aber ausgerechnet da bricht jetzt der Elektroautoabsatz ein. Was heißt es für das Elektroauto an sich und für die Hersteller? Droht denen jetzt ein Desaster oder gibt sich das alles wieder? Darum geht es heute. Herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Das Thema Klimawandel, das ist ja erstaunlich akut momentan und im Zentrum von vielen Debatten, da steht das Auto. Es ist auch schon einiges passiert, also EU-Richtlinien zum durchschnittlichen Flotten-CO2-Ausstoß von den Herstellern, das ist stark verschärft worden. Es gibt auch ein paar Länder mittlerweile, die wollen Verbrennungsmotoren komplett verbieten, Norwegen zum Beispiel schon ab 2025. Ab 2030 dann zum Beispiel Niederlande und Irland, Indien auch eventuell, also was ja ein sehr wichtiger großer Automarkt ist, der auch schnell wächst, und auch Frankreich und Großbritannien, da steht es auch zur Debatte, ab 2040, und auch in Deutschland werden ja solche Vorschläge immer wieder gemacht. Die Alternative vom Wasserstoffantrieb mal abgesehen ist eigentlich momentan nur das Elektroauto, auch wenn da noch viele Fragen offen sind. Aber bei uns ist da konkret noch nicht besonders viel passiert. Und das sieht man ja auch an den Neuzulassungen. Also in Deutschland im September lag die Zulassungsquote von Elektroautos bei den Neuzulassungen bei 2,4%. Das ist für deutsche Verhältnisse schon relativ viel. Aber wir reden da immer noch nur über 6.000 oder weniger als 6.000 Neuzulassungen sogar. Aber trotz allem, die Autokonzerne haben schon reagiert und investieren jetzt auch massiv in Elektroautos. Unter dem Druck von dieser Diskussion natürlich, aber auch deswegen, weil es wirklich einen Markt gibt. Und das ist China. In China sind 1,3 Millionen Elektroautos verkauft worden letztes Jahr. Das ist ein Anstieg gewesen um 62%. China fördert das Elektroauto. China ist auch für Elektroautos der größte Markt der Welt mit Abstand. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal den Volkswagen-Konzern. Volkswagen will 80 Milliarden Euro investieren die nächsten Jahre in Elektroautos und in autonomes Fahren. Es will 50 reine Elektroautomodelle und Hybridmodelle auf den Markt bringen. Es sollen bis 2025 auch 15 Millionen solcher Autos verkauft werden. In China hat Volkswagen jetzt beispielsweise zwei Fabriken hochgezogen, gehen nächstes Jahr in Betrieb mit einer Kapazität von 600.000 Fahrzeugen pro Jahr. Der Volkswagen-Chef sagt ja auch ganz offen, die Zukunft von Volkswagen, die entscheidet sich in China. Und bei anderen Autokonzernen ist es auch ähnlich. Also jetzt vielleicht nicht ganz immer vom Umfang her, aber es ist doch ähnlich, wie man da agiert. Es gibt eine Erhebung von Reuters und demnach wird die Autoindustrie insgesamt weltweit die nächsten 5 bis 10 Jahre 300 Milliarden Dollar investieren in Elektroautos plus autonomes Fahren. Das ist eine ungeheure Summe und 45%, also fast die Hälfte davon, wird in China investiert. Die werden da dann also nicht nur gebaut werden, sondern da werden auch Entwicklungsabteilungen und Forschungsabteilungen für Elektroautos hingehen. Also es sind riesige Summen, die da in Elektroautos fließen werden nächsten Jahre. Und da steht auch sehr viel auf dem Spiel für die gesamte Branche. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich relativ bedenklich, wenn man jetzt hört, dass in China der Elektroautoabsatz stark zurückgegangen ist. Wir haben letztes Jahr noch ganz hohe Steigerungsraten gehabt, wie gesagt, aber jetzt ist der Absatz schon 3 Monate in Folge rückläufig und im September haben wir sogar einen Rückgang gehabt gegenüber dem Vorjahr um 34%. Und das ist ja angesichts der Investitionen, die da gerade reinfließen, nicht von Pappe, wenn der jetzt hier plötzlich einbricht, der chinesische Markt.
Und da können wir die Folgen sehen an einem berühmten Beispiel. Das ist der Aktienkurs von BYD. BYD, das ist einer der größten Hersteller von Elektroautos in China. BYD stellt außerdem auch Batterien aller Art her und auch große Stromspeicher. Also ist die chinesische Elektroautoaktie schlechthin. Warren Buffett ist auch investiert bei BYD, das wissen Sie vielleicht. Und hier haben wir eben die Aktie in Euro, die jetzt wieder auf einem 3-Jahrestief gelandet ist. Und der Gewinn von BYD, der ist im dritten Quartal eingebrochen um 98%. Eben wegen diesem Markteinbruch am Elektroautomarkt in China. Und dadurch wird auch der Gewinn im Gesamtjahr jetzt spürbar zurückgehen, wahrscheinlich so um die 40%. Und BYD ist jetzt in dem Sinn kein schlechtes Unternehmen. BYD ist ein gutes Unternehmen. BYD hat in allen Bereichen viel auf die Beine gestellt, hat auch in China eine sehr gute Marktposition bei Elektroautos, aber auch bei anderen Elektrofahrzeugen, Elektrobusse zum Beispiel auch, von denen auch viele exportiert werden. Aber die Bewertung von der BYD-Aktie, die war eben schon immer sehr hoch, ist jetzt auch nicht billig. Und vor allem darum, würde ich sagen, hat es die Aktie jetzt eben auch erwischt. Warren Buffett kann das wahrscheinlich relativ egal sein, weil oder dem ist es vermutlich relativ egal. Der ist hier schon seit über 10 Jahren investiert, der ist immer noch dick im Plus, der ist einfach sehr früh eingestiegen. Aber BYD ist eben auch beim deutschen Privatanleger eine sehr beliebte Aktie und denen ist der Kursrutsch wahrscheinlich nicht egal. Und ich habe mich hier ja auch schon oft zur BYD-Aktie geäußert, hier auf Zukunftsmärkte. Und in aller Bescheidenheit kann ich, glaube ich, schon sagen, dass ich da immer relativ zurückhaltend war. Also ob es jetzt BYD an sich ist oder der Elektroautomarkt als solches. Und mein Video Elektroautoblase haben Sie vielleicht auch gesehen und so weiter. Also die Aktie ist in Deutschland relativ stark gehypt worden. Aber wenn Sie Zukunftsmärkte immer wieder mal geschaut haben, dann haben Sie wahrscheinlich das auch eher nüchtern gesehen bei BYD. Nüchterner als die meisten anderen Anleger. Das ist, glaube ich, auch manchmal wichtig, dass es manchmal auch Beiträge gibt, wo man verschiedene Sachen halt auch mal von der kritischen Seite beleuchtet und nicht nur aggressiv zum Kauf empfiehlt. Auf jeden Fall, Sie sehen daran, wenn man Zukunftsmärkte schaut, dann lohnt sich das. Kann sich auch für Sie lohnen, darum am besten natürlich Zukunftsmärkte abonnieren. Und wenn Sie Zukunftsmärkte abonnieren, dann auch immer gleich die Glocke drücken. Wenn Sie das tun, dann sehen Sie nämlich auch in Zukunft jedes Mal sofort, wenn die neuen Videos von mir da sind, was ja auch ein Vorteil sein kann. Und jetzt zeige ich Ihnen noch eine andere typische Elektroautoaktie. Das hier ist Tesla, auch in Euro. Bei Tesla ist es durchaus anders gelaufen als bei BYD. Die Aktie ist sogar relativ stark gestiegen die letzten Wochen, weil Tesla nämlich überraschend in die Gewinnzone gekommen ist im dritten Quartal. Also hat sehr gute Zahlen abgeliefert. Und man sieht auch bei Tesla jetzt in dem Sinn keinen China-Effekt beim Aktienkurs. Trotzdem ist es so, China spielt für Tesla auch eine wichtige Rolle. China ist für Tesla inzwischen schon der zweitgrößte Markt und Tesla hat auch eine große Fabrik gebaut in Shanghai. Und da läuft jetzt die Produktion auch an. Also auch Tesla setzt stark auf China und für Tesla wird China eben auch immer wichtiger. Aber wie geht es denn jetzt weiter auf dem chinesischen Elektroautomarkt? Der wichtigste Grund, warum der Markt eingebrochen ist, das waren einfach Streichungen von Subventionen für Elektroautos. Und das war auch nicht überraschend. Habe ich hier ja zum Beispiel auch angekündigt. Und man kann so einen Sektor auch nicht ewig subventionieren. Irgendwann geht die Förderung eben auch mal zurück. Und diesmal im Sommer, da war es besonders drastisch, dieser Förderrückgang.
Also Autos, die eine Reichweite von weniger als 250 Kilometer haben, die kriegen gar keine Förderung mehr. Dann bei bis zu 400 Kilometer, da gibt es jetzt noch ungefähr umgerechnet 2.300 Euro, also deutlich weniger als vorher. Und auch bei Reichweiten über 400 Kilometern gibt es jetzt nur noch ungefähr 3.000 Euro. Also auch da ist die Förderung halbiert worden. Und es ist ganz klar, was passiert, wenn sowas kommt, so eine Förderkürzung. Und wenn die vorher angekündigt ist, die Leute, die ein Elektroauto haben wollen, die kaufen sich dann eins, solange die Förderung eben noch hoch ist. Und sobald die Förderung dann fällt, dann ist einfach auch erstmal die Nachfrage niedriger. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass China jetzt gar nicht mehr will, dass die Leute Elektroautos kaufen. Es gibt noch einen weiteren Grund für diesen Absatzrückgang, den wir gehabt haben. Das ist das Thema Zulassungen. Das ist in China nämlich ganz schön kompliziert, vor allem in den Großstädten. Da ist es so, die Zulassung von neuen Autos, die wird immer beschränkt aus Umweltschutzgründen. Also sie haben sich dann vielleicht ein neues Auto gekauft, aber sie kriegen deswegen nicht automatisch ein Nummernschild dafür. Elektroautos sind in dem System sehr stark bevorzugt worden immer. Aber wir haben natürlich zurzeit in China auch allgemein eine Automarktkrise. Also auch der Absatz von ganz normalen Autos schrumpft ja momentan. Und darum ist es wieder etwas einfacher gemacht worden, auch für normale Autos, dass die Chinesen auch normale Autos wieder etwas leichter zulassen können, damit man da jetzt eben auch den normalen Automarkt wieder fördert. Also das mit dieser Nummernschildlotterie, wie das manchmal genannt wird, das hat sich jetzt ein bisschen entspannt allgemein. Das geht jetzt auch kurzfristig auf Kosten von Elektroautos. Die Hälfte von allen Elektroautos in China, die wird genau in solchen Städten mit Zulassungsbeschränkungen gekauft. Das war bis jetzt laut Umfragen das wichtigste Argument für Elektroautos bei den Kunden. Also nicht die Umwelt und auch nicht die Subventionen interessanterweise, sondern dass man da einfach gewusst hat, wenn ich ein Elektroauto kaufe, dann kriege ich es eher zugelassen. Und momentan, wie gesagt, hat sich das alles wieder ein bisschen verschoben zugunsten von den klassischen Autos. Das bleibt aber sicherlich nicht so. Das ist sehr wahrscheinlich nur vorübergehend. Was aber jetzt auch ganz entscheidend ist für den Elektroautomarkt in der Zukunft, dass es in China eben auch Quoten geben wird. Die Subventionen werden irgendwann mal komplett weg sein, wahrscheinlich schon nächstes Jahr. Dafür wird man aber den Herstellern vorschreiben, wie viel von den insgesamt verkauften Autos Elektroautos oder Hybride sein müssen. Und sobald das kommt, wird das auch funktionieren, genauso wie das Subventionssystem ja funktioniert hat. Es kommt wahrscheinlich erstmal eine Quote so von 10%, das wären aber dann auch schon 2,3 Millionen Elektroautos und das wäre eben damit auch schon 1 Million Elektroautos mehr als letztes Jahr insgesamt verkauft worden. Und mittelfristig bis 2025, da will die chinesische Regierung sogar, dass dann 7 Millionen Elektroautos verkauft werden pro Jahr, was dann ja nochmal eine ganz deutliche Steigerung wäre, das wäre nämlich das Fünffache im Vergleich zum Marktvolumen im letzten Jahr. Und darum mache ich mir jetzt mittelfristig über den Elektroautomarkt in China auch keine großen Sorgen. Ob es bei uns auch so gut läuft mit dem Elektroauto, da würde ich jetzt nicht dafür die Hand ins Feuer legen. Also wer weiß, ob bei uns überhaupt irgendwas passiert in die Richtung die nächsten Jahre. Es gibt ja viele, viele offene Fragen, was Elektroautos und die Durchsetzung betrifft. Aber was jetzt China betrifft, da bin ich mir doch relativ sicher, weil China will das Elektroauto einfach. China sieht da ja auch wirklich für sich selbst und für die eigene Autoindustrie eine ganz große Chance. Und darum denke ich schon, dass der chinesische Elektroautomarkt mittelfristig stark wachsen wird, trotz dieses Absatzeinbruchs, den wir jetzt gerade sehen. Der ist meiner Meinung nach nur vorübergehend und das wird sicherlich auch bald wieder vorbeigehen. Aber ich muss trotzdem eins auch betonen, immer wieder. Ich glaube nämlich nicht, dass davon jeder Autohersteller und jeder Elektroautohersteller insbesondere profitieren wird.
Ich glaube nach wie vor, wir werden in China bei Elektroautos massive Überkapazitäten haben. Sie haben ja gehört, wie jetzt zum Beispiel Volkswagen da reindrängt in den chinesischen Markt. Aber es ist jetzt natürlich nicht nur Volkswagen, sondern es sind alle großen Hersteller, die jetzt mit Elektroautos kommen. Die Hersteller von außerhalb China, die Hersteller von innerhalb China, die drängen jetzt alle massiv rein. Und wir haben außerdem noch fast 500 Elektroauto-Startups, die alle Elektroautos produzieren wollen in China. Da bleibe ich bei dem, was ich hier schon vor über einem Jahr gesagt habe. Wir haben in China eine Elektroautoblase und das wird ein ganz harter Wettbewerb. Und da werden nur wenige Geld verdienen und sich wirklich durchsetzen. Und es wird vermutlich auch viele, viele Anbieter geben, die das Ganze nicht überleben, obwohl der Markt selbst stark wachsen wird. Und ich sehe auch die großen Chancen jetzt nicht unbedingt bei den Elektroautobauern, sondern ich sehe sie, wie ich auch schon mal gesagt habe, eher bei Batterienherstellern und eher im Rohstoffbereich, also Lithiumproduzenten vor allem. Und dazu kommt demnächst mehr im Zukunftsmärkte-Report. Unsere Zukunftsmärkte-Reports sind gratis, die kann sich auch jeder anfordern auf www.zukunfts-märkte.de. Was jetzt Lithium betrifft, vielleicht nochmal. Also Lithium ist der Grundstoff für Stromspeicher und Sie wissen es vielleicht, der Lithiumpreis ist stark gefallen dieses Jahr. Es gibt momentan zu viel Lithium auf dem Markt. Ich glaube aber nicht, dass das mittelfristig so bleibt. Auf mittlere Sicht ist es meiner Meinung nach so, dass der Markt die Elektroautohersteller überschätzt und dass er aber die Lithiumproduzenten unterschätzt. Wobei es da natürlich auch unglaubliche Unterschiede gibt. Also da ist auch viel börsennotierter Schrott dabei. Man muss sich da wirklich jeden Produzenten ganz genau einzeln anschauen. Und dann der zweite interessante Sektor Batterien. Der Batterienhersteller hat beim Elektroauto einen sehr hohen Anteil an der Wertschöpfung. Aber es ist trotzdem jetzt auch nicht automatisch die Lizenz zum Gelddrucken, denn es wird da der Preisdruck steigen. Die Autokonzerne brauchen billige Batterien in großen Stückzahlen. Und darum wird es im Stromspeichersektor eben auch darum gehen, wer kann günstig produzieren, wer hat eine Marktmacht entsprechend und wer ist auch technologisch da vorne. Aber dazu, wie gesagt, mehr in den nächsten Wochen in unseren Zukunftsmärkte-Reports, die Sie gratis kriegen können auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Auf jeden Fall, das Auto der Zukunft, das ist auch eins von den ganz großen Zukunftsthemen, gerade auch für Anleger. Das ist überhaupt keine Frage und wir bleiben natürlich auch an dem Thema dran. Es freut mich, dass Sie sich auch dafür interessieren und damit würde ich sagen, bis bald, viel Erfolg bei der Geldanlage und Dankeschön fürs Zuschauen.